Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! In den letzten Tagen haben wir viel starke Worte gehört zum Brand von Moria, viele Kommentare. Von einem Fanal war die Rede, von einer moralischen Bankrotterklärung der EU und dass die Trümmer von Moria für eine gescheiterte europäische Asylpolitik stehen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, Moria ist nicht erst seit dem Brand, sondern seit Jahren steht Moria für eine fehlgeleitete europäische Politik. Und dies geschah nicht aus Nachlässigkeit. Dies war und ist eine bewusste europäische Politik, die auf Abschreckung setzt, und die endet für mich dort. Sie muss dort enden, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden und ihre Geltung verlieren. Wenn die Europäische Union es nicht schafft, ihren in vielen Verträgen und Konventionen festgeschriebenen Wertekanon in ganz konkrete Politik umzusetzen, verliert sie ihre Glaubwürdigkeit nach innen und außen. Ursache für die Katastrophe war das sogenannte EU-Türkei-Flüchtlingsabkommen von 2016. Das war der Beginn des Verrats an diesen europäischen Werten, weil allen war klar, dieser Pakt konnte nicht funktionieren und er war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. In den sogenannten Hotspots sollten schnelle und faire Asylverfahren durchgeführt, anerkannte Schutzbedürftige verteilt und abgelehnte zurückgeführt werden. Nichts davon hat funktioniert. Nichts davon hat funktioniert. Die Asylanträge dauern immer noch Jahre. Rückführungen werden auch nachvollziehbar und voraussehend auch nachvollziehbar gerichtlich verhindert. Die Anerkannten nicht verteilt. Sie werden unversorgt ihrem Schicksal überlassen. Das Ergebnis sehen wir seit Jahren in Moria, eine Schande für Europa, überfüllte Lager, unhaltbare Zustände. Ich brauche das hier nicht weiter ausführen. Die kennen wir alle. Und kein Schutz vor Corona. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war doch nur eine Frage der Zeit, bis diese Situation da vor Ort eskalieren musste. Und das Schlimme ist, das europäische Kalkül dabei war Abschreckung. Und das auf Kosten der Menschen und ihrer Würde und auf Kosten der Glaubwürdigkeit der Europäischen Union. Und dann kann doch nicht jetzt, wo diese Werte in Trümmern liegen, da kann doch nicht allen Ernstes die Antwort sein, dass diese gescheiterte Politik dort wieder aufgebaut wird mit einem neuen Lager und allen bestehenden alten Problemen. Ja, es bleibt natürlich eine Herkulesaufgabe und davor darf man sich auch nicht drücken, eine gemeinsame europäische Asylpolitik zu schaffen, die auf Ordnung und Humanität fußt, auf Rechtsstaatlichkeit, auf Solidarität und nicht immer nur den kleinsten gemeinsamen Nenner, der dann gefunden wird bei der Grenzsicherung. Wir müssen das Dublin-System beseitigen. Das ist auch Ursache dieses Chaos in Europa. Dass Geflüchtete in dem Land bleiben müssen, in das sie zuerst einreisen und viele Länder mit der Aufnahme allein gelassen werden. Und ja, es muss eine Koalition der Willigen jetzt vorangehen. Und diejenigen, die nicht mitmachen, ja, die sollen dann zahlen. Aber wir können nicht länger warten. Aber, und das ist mein Punkt heute, Herr Ministerpräsident, solange dies nicht gelingt, können und dürfen wir doch nicht einfach wegschauen angesichts der dramatischen Situation auf den Inseln. Ich bin der festen Überzeugung, dass ein mutiges, ein entschlossenes Vorangehen Deutschlands, sagen Sie es ruhig, ein deutscher Alleingang, ja, ein mutiges und entschlossenes Vorangehen Deutschlands mit einem nationalen Aufnahmeprogramm, dass dies eine europäische Lösung eben nicht verhindert, sondern im Gegenteil. Deutschland kann und sollte und muss jetzt mit gutem Beispiel vorangehen, ein Zeichen setzen und auf dem Weg zu einer europäischen Verständigung ist das keine Blockade, sondern aus meiner festen Überzeugung hilfreich. Die Erweiterung des deutschen Aufnahmekontingents, was wir gestern aus den Medien erfahren konnten, von 150 auf jetzt 1553, anerkannte Asylsuchende, kann dabei nicht alles sein. Diese Zahl ist für mich ein humanitäres Feigenblatt. Klar, auch ich bin froh über jede Familie, die wir jetzt da aus ihrem Elend befreien. Aber es geht doch jetzt um mehr als um Signale oder um buchhalterisches Schönrechnen, wie wir gestern in der Bundespressekonferenz vernehmen konnten. Ich persönlich freue mich auch, dass in der Christlich-Demokratischen Union einige das C in ihrem Namen noch nicht ganz vergessen haben. Und eine Gruppe um Norbert Röttgen fordert, sehr fordert,
diesen nationalen Alleingang, weil er sagt, jetzt muss geholfen werden. Und er fordert, 5000 Schutzbedürftige notfalls auch alleine aufzunehmen. Auch wir Grüne fordern dies. Und ich frage mich heute, Herr Ministerpräsident, warum stehen Sie nicht unter diesem Brief? Warum können Sie diesen Weg nicht mitgehen? Warum verstecken Sie sich hinter Herrn Seehofer? Warum reden Sie nur und handeln nicht? Wir haben in NRW mutige Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, die sagen, wir haben Platz. Ich finde es, 2000 Aufnahmeplätze sind angemeldet. Ich finde es nur noch zynisch, wenn dann ein christlich-sozialer Innenminister, das muss man sich mal vorstellen, dass er es verbietet, Menschen in Not zu helfen. Die Kommunen rufen doch da nicht zur Anarchie auf. Es geht doch einfach und schlicht um konkrete Hilfe und sowas kann man doch in Deutschland nicht verbieten. Und an die Adresse all derjenigen hier im Raum auch gerichtet, die meinen, aus Angst vor dem Wähler an der Urne, ja, da kann man sich ja nicht so weit vorwagen. Am 13. September haben wir in Nordrhein-Westfalen hier das Gegenteil erlebt. Auch mit humanitärer Haltung kann man in Deutschland Wahlen gewinnen und Angst darf nicht Motor für eine solche Abschottungspolitik sein. Diesen Mut und diese Haltung, die hier viele Kommunen und auch im Übrigen andere Ministerpräsidenten mit einem eigenen Landesaufnahmeprogramm zeigen, diesen Mut und diese Haltung hätte ich mir auch von unserem Ministerpräsidenten gewünscht und ich hätte sie auch erwartet. Erst werden 1000 Plätze angeboten, vollmundig. Man reist nach Moria, macht medienwirksame Bilder. Alles gut und schön. Ich nehme Ihnen Ihre Betroffenheit auch ab. Das war ehrliche Betroffenheit und das war ehrliche Empörung. Aber man kann nicht 1000 Plätze anbieten, aber dann auf der anderen Seite sich hinter Seehofer verstecken und sagen, das muss mal alles in einem europäischen Kontext gelöst werden und solange machen wir mal gar nichts. Humanität kann man nicht rhetorisch postulieren und danach nicht daran handeln. Wenn das größte Bundesland mit einem Aspiranten auf die Kanzlerkandidatur jetzt mutig und entschlossen Haltung zeigt, sich an der Spitze dieser Koalition der Willigen in unserem Land, in NRW stellt, mit den Kommunen und mehr Druck in Berlin macht, glaube ich, kann da auch mehr gelingen. Und wir haben auch ein Beispiel. Wir haben es in Thüringen und Berlin, die haben ein eigenes Landesaufnahmeprogramm aufgelegt. Sie haben es zumindest versucht und bei Herrn Seehofer um Zustimmung gebeten. Aber noch nicht mal das machen Sie, Herr Laschet. Ich fordere Sie auf, machen Sie mehr, handeln Sie, machen Sie mehr Druck in Berlin und dabei können Sie auf unsere Unterstützung rechnen, auf unsere volle Unterstützung. Und ich bin mal gespannt, ob Sie heute unser Angebot annehmen. Dankeschön.